gemeinsam, trotz Abstand nicht einsam. Herzlich willkommen zu unserem Ermutigungsimpuls aus dem Kirchenkreis Hattingen-Witten. Heute Morgen in der zweiten Woche stellen Sie sich vielleicht die Frage, wie lange soll das alles noch gehen? Dafür begrüße ich jetzt ganz herzlich Pfarrer Daniel Hobe, Pfarrer der Gemeinde Kreative Kirche. Er beschäftigt sich mit der Frage, was wird kommen? Wie sieht die Zukunft aus? Was hat Gott für uns auf dem Plan? Daniel, schön, dass du da bist. Hi, mein Impuls für heute. Heb den Blick und sieh, schau mal von deiner Geschichte auf Gottes große Geschichte. Denn Gottes große Geschichte hat 5 Kapitel. Das erste Kapitel von Gottes Geschichte ist die Schöpfung. Gott macht die Welt und er macht sie sehr, sehr gut. Gott schafft die Welt in perfekter Harmonie. Perfekte Harmonie zwischen den Menschen und der Natur, zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Das sind die ersten 2 Kapitel in der Bibel, das erste Kapitel Gottes. Dann beginnt das zweite Kapitel. Das fängt damit an, dass der Mensch keinen Bock mehr drauf hat. Dass der Mensch sagt, ich will lieber mein eigener Gott sein. Und dann verlassen Adam und Eva das Paradies. Und dieses zweite Kapitel Gottes mit der Welt, das ist davon gezeichnet, dass der Mensch sein Ding macht und Gott geht ihm nach. Das ist das zweite Kapitel. Dann kommt das dritte Kapitel. Das dritte Kapitel verändert alles. Im dritten Kapitel denkt sich Gott, ey, wenn der Mensch selber Gott sein will, dann werde ich Gott halt Mensch. Und Gott kommt auf die Erde und Gott schafft einen Ausweg aus dieser Situation. Gott schafft einen Weg zurück zur Schöpfung am Kreuz von Jesus Christus. Da verschenkt Gott neues Leben und zwar so, wie es am Anfang gewesen ist. Und wir gerade, du und ich, wir leben in Kapitel 4. In Kapitel 4 ist Jesu Geist auf der Erde und er wirkt. Und Jesu Geist macht viele tolle Dinge. Jesu Geist holt viele Menschen nach Hause. Aber in Kapitel 4 gibt es eine Auseinandersetzung. Der Geist Jesu gegen die Geister der Finsternis. Das Leben gegen den Tod. Das Gute gegen das Böse. Und in dieser Welt ist es einfach so, dass viele Dinge anders sind, als Gott sie gerne hätte. Viele Dinge auch anders sind, als sie in der Schöpfung gewesen sind. In dieser Welt, da müssen hunderttausende Menschen sterben, weil zwei alte Männer Streit anfangen. Ja, das nennt man Krieg. In dieser Welt, da gibt es auch Krankheiten, die die ganze Erde überrollen. Das war auch schon immer so. Das ist nicht erst seit ein paar Wochen so. Ja, und ich bitte dich heute, hebe den Blick und sieh. Wir leben in Kapitel 4. Es gab Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 3, als Jesus hier war. Und, jetzt kommt das Wichtigste, es wird Kapitel 5 geben. Kapitel 5, Jesus kommt wieder, es wird ein Gericht geben und alles wird neu. Und alles wird neu, denn es wird so ähnlich, wie es am Anfang gewesen ist. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. So beschreibt die Bibel Kapitel 5. Hebt den Blick. Und sie. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, ich glaube an deinen Namen, Jesus. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung. Standst auf in Herrlichkeit und herrscht in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den drei
glaube an.